Nicht? Da habe ich versucht, Fußball zu spielen und beziehungsweise einen Trick zu machen. Man hat den Ball nicht gesehen, der sollte danach reinbearbeitet werden. Und ich hatte Fußballschuhe an und es war ein sehr glatter Boden. Und ich habe ein bisschen zu leidenschaftlich hochgezogen und dann, ja. Ist dir aber nichts passiert? Nur ein bisschen Handgelenke und so weiter wehgetan. Aber hallo. War nicht schlimm, aber ich fand es dann auch lustig. Also es ist auch bei mir. Ich bin die Erste, die dann drüber lacht. Also, was war denn so dein peinlichstes Ding, was du gebracht hast? Also außer dem jetzt, was wir gerade gesehen haben. Gab es nur so Nummern, wo du, also mir geht das alle 10 Minuten übrigens so, ja, wo ich mich dann total ärgere und denke so, verdammt nochmal. Das ist immer der schlimmste Moment, wenn du danach feststellst, was habe ich gerade gemacht. Wann oder hast du das letzte Mal gedacht? Ich war vor kurzem auch, also es war wirklich Fahrradfahren und es fährt ein Autofahrer an mir vorbei und der winkt und ich dachte mir, vielleicht kennst du den, nett zurückgelächelt. Und dann war vor mir ein Stoppschild und ich bin wirklich mit vollen Karacho an einer sehr viel befahrenen, in Unterföhring, viel befahrenen Straße einfach mal mit dem Kopf gegen das Stoppschild. Mich hat es daneben gelegt und mir war das so peinlich, dass ich aber schnell erst wieder aufgestanden bin, damit es auch ja niemand sieht. Da, deshalb ist es halt eben auch ein Stoppschild. Ja? Ja. Wir zeigen noch mal ein anderes Bild. Auch zwei Herrschaften, die es immer wieder schaffen. Okay. Ja. Das war, letztes Jahr gab es nämlich auch eins. Genau, vorletztes Jahr auch. Es gibt eben jedes Jahr dieses Effenberg-Bild. Die lieben sich halt leidenschaftlich. Ja. Ja. Aber schon, hat ein bisschen ein Peinlichkeitsgrad. Das könnte stundenlang so weitergehen, das Video. Großartig, ich liebe das. Wirklich, ich liebe das. Ich könnte das Stunden sehen und heute Abend kann man es stundenlang sehen. Kann man. 3 Stunden lang. 20:15 geht's los. 3, 2, 1, die peinlichsten Promi-Momente hier bei uns in Sat.1, moderiert von dir, Andrea. Ich freue mich. Freue mich drauf. Wehe, wenn nicht. Danach übrigens Harald Schmidt. Das wird ja ein Riesenabend. Also, der ist gerettet. Schön, lustig, dass du heute Morgen bei uns bist. Danke.